Ja, so hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Wir sind hier jetzt halt eben gerade in die Kanalisation eingetreten und dann schauen wir, was uns hier erwartet bei der unzerstörbaren Tür. Weil wir jetzt hier keine Waffe haben, ist natürlich die nächste Frage. Ach doch, haben wir. Versteckte Ausrüstung, okay. Ah ja, okay, anscheinend sind hier drinnen in der Kanalisation von irgendeiner Bande Sachen aufgestellt. Sprengfallen. Und jetzt lesen wir erstmal die Notiz eines Freundes. Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Cold Ridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss auffällt, ein Freund, den Sie bald treffen werden. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass wir den treffen. Man weiß ja nie, was da ist. Kann derzeit nicht geöffnet werden. Ach, dann geht's wahrscheinlich oben drüber. Aha. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann schauen wir jetzt hier mal langsam weiter. Die zwei, wo da geredet haben, müssten ja. Oh. Lecker Schmecker. Glück gehabt. Also die Rattenschwärme sind anscheinend nicht gerade lieb gesonnen. Ist da? Ist nur Alarm oder so wahrscheinlich? Okay, als weiter. Das Gebratzel im Hintergrund. Und runter hopp. Okay, da können wir auch nicht rein. Gut, dann ganz, ganz langsam weiter. Was ist hier so? Nix. Jetzt speichere ich es erstmal. Okay. Okay, aha. Oh, ich dachte, das ist was. Das ist, dass mir dann Freund treffen soll, der schreibt so geheimnisvoll. Habe ich da ein bisschen Angst. Boah. Dann, ob mir dann da vorbeikommen, ich versuche mit. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich darüber. Um die rum. Ich will das jetzt nicht provozieren, dass die uns auch noch angreifen. No trespassing. Okay, dann müssen wir aber rein. Schnell durch. Hier ist ziemlich verdächtig ruhig. Immer schön umschauen. Okay. Ohne Leiche mit ihrem Kerl. Es war wahrscheinlich die Seuche. Damiens Tagebuch. Emmanuel und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir uns vor der Stadtwache sichern können. An dem wir vor der Stadtwache sicher wären, so heißt's. Sie brechen in Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und uns unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer will die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien, okay. Okay, das war's. Ist immer ganz interessant, so kleine Texte, finde ich. Aber alles, wenn so lang ist, werde ich das euch auch nicht vorlesen. Okay. Da blinkt doch noch was. Münzen. Top. Haben wir auch gleich mitgenommen. Da hinten schaut es nicht so aus, als wenn da was wäre. Okay, die Leiche blockiert. Weg mit dir. Weg da. Und. Och, das wird so wegen ach laut. Halten. Okay, weiter geht's schon.
Immer oben rum. Ich will gar nicht wissen, was da unten alles so wartet. Okay, da ist auch nichts. Eingelegten Wal. Man kann immer nur alles gleich essen. Das finde ich ein wenig blöd. Leere Flasche. Braucht man nicht mitnehmen. Beziehungsweise tragen. Kann man gegen Sachen schmeißen, denke ich jetzt mal. Ihr merkt, ich gehe hier leicht vorsichtig, weil ich halt nicht weiß, was hier alles los ist. Na, dass da wie die Fallen, wo sie davon gesprochen haben, dass wir da einfach reintappen. Wow. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Sind die eiskalt? Fragezeichen. Okay, dann lass mal da langlaufen, Leute. Okay, da kommen wir nicht weiter. Dann da hoch. Okay, das sind die Ratten, die... Super. Wir müssen auf jeden Fall da durch. Dann nehmen wir die jetzt mal. Und ob. Viel Spaß damit. Schnell, schnell, schnell. Dreh, 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 dreh. Hopp, hopp. Go, go, go. Boah, da Glück hat. Achtung, Bürger von Dunmore. Ja, das, die, den können wir jetzt auch bald auswendig. Ja, ist mal. Ein Rattenspieß. Beutel. Oh, mit 20 Münzen. Sehr genial. Okay, und jetzt wird. Cool. Leere Flasche. Braten wir sie mal. Vielleicht bringt es was. Okay, da kann man sie werfen. Vielleicht da unten durch. Nee. Da? Ach, da sind wir ja hergekommen. Hä? Bin ich jetzt bekloppt? Versteckte Ausrüstung. Ich habe jetzt mal eine Idee. Ah. Sehr genial. Sehr genial. Okay, dann hochklettern. Leertas abspringen, okay. Aber wohin abspringen? Darüber vielleicht. Ja. Upsala. Boah. Da kommen wieder wegen die Assassin's Creed Sachen mit durch. Ein Kupferdraht. Für Gott, für was kann man ein Kupferdraht brauchen? Vielleicht kann man seine Waffen modifizieren. Okay, da ist eine Schnur gespannt. Verfaulte. Ne, die erstmal lieber. Ne, die ist verfault. Noch ein Kupferdraht. Eine Fünfermünze. Was ist das für ein Gerät? Ist das so eine Falle? Wartet mal. Scheiße! Na super, haben wir jetzt hier noch eine Flasche? Ich will jetzt was ausprobieren noch. Eine leere Flasche. Tut sich nix. Ich glaube, ich weiß es. Ach Mann, auf das Ding schmeißen. Na super, jetzt hat es uns trotzdem erwischt. Was war das? Was ist das? Projektilwerfer. Ein Brandbolzen erhalten. Sehr cool, aber hauptsache Münzen ohne Ende. Ja, das ist wahrscheinlich das Zeichen von der Bande, nehme ich jetzt mal an. Okay, sehr cool. Und ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass das eine Falle ist. Ich habe es ja auch anfangs gesagt, ich habe ein paar Parts schon gesehen. Aber das war dann noch nicht dabei. Was ist das? Okay. Sah es mir wieder so aus, als wenn da was wäre. Hopp. Leere Flasche tragen. Okay, gut, darüber.
Beutel, sehr genau. Also wir sind der Münzensammler vom Dienst. Walfleisch brauchen wir jetzt halt mal. Ne, laufen mal unten weiter. Vielleicht gibt es ja noch was Interessantes. Okay, nicht. Nicht, nicht, nicht. Ah, da oben will ich hoch. Kann man sich hochziehen vielleicht? Ah, Leertaste, passt. Verentladen, sehr gut. Das war auch nichts Interessantes. Okay, und wieder weiter. Mist, ich muss da hoch. Irgendwie muss ich da hochkommen. Ey, der kann sich überall hochziehen. Das ist sehr genial. Hemlock-Essenz. Alles klar. Kein Plan, was es ist, aber mitnehmen, wenn es einem angeboten wird. Ich weiß auch gar nicht, ob unser Inventar, ehrlich gesagt, unbegrenzt groß ist. Leiche. Ein Beutel nehmen wir noch mit. Leere Flasche. Und jetzt ist hier an den kaiserlichen Schutzherrn. Seien Sie gegrüßt, Corvo, oder soll ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin, eine Gruppe von Kaiserstreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffen für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Renhaven führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Oh, geil. Okay. Schnellauswahl verwenden. Die Schnellauswahl. Halte B gedrückt, um die Schnellauswahl. Bla bla bla. Wähle aus den. Lass B los. Du kannst eine Waffe oder Kraft einen Hotkey zuweisen, indem du Schnellauswahl drückst, Zugriffstaste wählst. Okay, hier kann man dann mit Maus wie in verschiedenen anderen Spielen rum. Armbrusthammer, Armbrustbolzen. Betäubungsbolzen, normale Kugel, Brandbolzen. Ich würde sagen, dann nehmen wir die. Ne, das ist so laut. Nehmen wir mal einen Armbrustbolzen. Und sonst ist hier nichts mehr drinnen für uns. Und sonst gab es hier auch nichts mehr, oder? Irre ich mich da? Ne, hier sind wir eigentlich hochgekommen. Ja, passt. Und auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein schönes Schwert. Wartet mal. Ach ne. Komm, flieg. Es platscht gleich wieder wie verrückt. Ach so. Ich habe gedacht, das muss ich jetzt halt aufmachen. Du hast Torschütze Dunwalls Kanalisation benutzt. Oh, hier seht ihr wieder das Drahtseil-Ding. Zack. So, von hier kam's. Also ging doch recht nice ab. Braucht man. Jellys Anteil lesen. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon rausfinden. Wenn nicht, dann komme ich im nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Tresor. Kombination. Kombinationsschloss. Aha. Whisky. Okay. Leere Flasche, leere Flasche. Da steht was im Hintergrund, seht ihr das? 451. War's das schon? Mal die Flaschen weg. Vier, fünf, eins. Wenn es das jetzt stimmt, dann wäre hier nur geil. 4 5 1. Oh, yes! Nur sehr geil, sehr geil. Gesundheitselixier. Juwelenkästchen. Mit 50 Münzen. Okay, hat sich gelohnt. Aber das kannst du ja nicht verfehlen, also ehrlich. Das sieht man ja auch theoretisch von hier schon. Whisky und dann hier die 451. Passt. Beute nehmen. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass ich hier nicht durchrush wie ein Blöder, sondern einfach mal da durchlaufe. Mit Zeit und Ruhe. Okay, bringt uns nichts.
Aschenbecher. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Ja, was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Ach, da unten sind wieder Leute. Okay. Gesundheitselixier, Glas. Die haben sich hier anscheinend Mutz gemütlich gemacht. Upsala. Wie du einen Falkenangriff ausführen kannst. Lasse dich von oben auf deinen Gegner herabfallen und drücke linke Maustaste kurz bevor du auf ihm landest, um einen Falkenangriff auszuführen. Du erleidest durch den Sturz keinen Schaden. Sehr cool, das probieren wir mal. Oh oh. Ja, ja, schön für dich. Der kommt wieder. Auf das Rohr, oder? Oder warten wir, bis er sich wieder dahin stellt? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Mist. Komm raus! Sofort! Meinst du, du bist leise? Ich weiß, dass ich leise bin. Yes. Sehr gut. Rattenspieß noch schnell reinschlingen. Und dann geht's jetzt aber auch mal weiter vorwärts, dass wir auch noch irgendwas erreichen, dass wir aus der Kanalisation heute noch rauskommen. Da waren noch gerade zwei. Oh, oh, habt ihr den gesehen? Da waren zwei Stück. Ha, okay. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe wieder mal eine Idee. Da ist Wasser. Wir können schwimmen. Vielleicht kommen wir hier so rum durch. Ohne, dass die uns sehen. Dass unser Chaos nicht zu stark nach oben schnellt. Lalala, schnell, schnell, schnell. Okay. Dann, ach, das ist, die Soundatmosphäre ist ja auch Hammer, Leute, oder? Das habe ich gespeichert. Oh ja. Achtung, Bürger von Dunwall. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Der hetzt halt auch alle auf uns an, der Wichser. Da kann es ja noch 23 Meter. Ich würde sagen, dann schauen wir uns mal, was der Samuel uns zu sagen hat. Hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Hm. Ja, dann gehen wir los, würde ich sagen. Na gut, alter Mann, dann los. Ah ja, sehr geil. Sowas lieb ich ja. So Statistiken am Ende von einer Mission. Gegner eliminiert 11. Zivilisten eliminiert 0. Alarme ausgelöst 0. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt 5. Allgemeiner Chaosfaktor hoch. Scheiße. Mist. Niemanden getötet. Nicht. Geist nicht entdeckt worden. Nicht. Sonderaktion, yes, Jellys Tresor geöffnet. 0 von 0 Runen, 0 von 0 Knochenartefakten, 0 von 0 Outsider-Schreinen, Gemälde von Jokolov entdeckt, 0 von 0 Münzen gefunden, 700 von 1000. Och, ich habe mein Auge schon so offen gehalten und trotzdem nix, aber okay, dann geht's jetzt mal weiter nach Hound Pitzpap. Nach HPP. Hound Pitzpap. Okay, und los.
Okay. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten. Er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Okay, scheinbar hält der sehr viel auf den Admiral. Schiffer Samuel hatte ich den Fluss vom Gefängnis von Coldbridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet für eine Untergrundorganisation, die gegen die illegitime Herrschaft des Lordregenten arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen kannst, sollst. Aber ich würde sagen, bevor wir da reinschauen, machen wir an der Stelle hier einen Break. Das ist ein Suffwasser. Oh, das wartet. Nein, da will ich mal was schauen. Das sieht für mich so aus wie so ein kleiner Parcours, wo man durchhupfen muss. Und das versuchen wir jetzt einfach mal. Boah. Ich bin mir leider nicht mehr so sicher. Schade. Hätte es sein können, dass es gut geht. Boah. Ey, nein, ich will da raus aus dem Wasser. Das stinkt. Schade, hätte ja sein können, dass das hier irgendwie dann ein paar versteckte Sachen gibt. Oder vielleicht im Boot drinnen. Sextant des Ich-Mouth. Sehr cool. Ich bin ja so ein Fuchs. Oh Mann, okay. Gut, dann schwimmen wir jetzt mal wieder zurück. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe Komplettlösung oder sowas. Das war jetzt halt einfach nur echt wirklich reiner Zufall. Ich habe mir gedacht, es ist öfter so, dass es unter Wasser Sachen gibt. Oh. Uns hat ein Fisch angeknabbert. Ich glaube, ich werde verrückt. So, auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt halt aus Hound Pits Pub in Richtung die heimischen Wohnzimmer zu euch. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.